Wer kennt das Thema nicht? Verkrampfte Unterarme, verkrampfte Handgelenke, verkrampfte Hände beim Motorradfahren. Und warum zum Kuckuck ist es eigentlich immer meistens die rechte Hand und nicht die linke? Weißt du's? Hast du genau das Problem? Bleib dran, ich erkläre dir hier in diesem Video, wie man das so ein kleines bisschen mildern kann. Bleib dran. Ich glaube, dass es jeden von uns betrifft und jeder hatte schon mal verkrampfte Unterarme. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob Hobbyfahrer, Einsteiger, fortgeschrittener Hobbyfahrer oder auch Profifahrer, denn das ist vertreten bis in die Oberliga und es gibt sogar Leute, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, war es Lorenzo, der sich sogar deswegen am Unterarm operieren hat lassen, wegen dem sogenannten Armpump. Ich bin eigentlich lange davon verschont geblieben, aber auf einmal hat das ein bisschen so angefangen und ich muss sagen, das ist so unangenehm und der das schon kennt, der weiß, das ist so unangenehm, da kannst du nicht mehr bremsen, du kannst nicht mehr Gas geben, du kannst eigentlich gar nicht mehr Motorrad fahren und irgendwie, entweder bilde ich es mir nur ein oder es fühlt sich auch so an, als wenn dann der ganze Körper extrem schlapp macht, nur weil die Arme verkrampft sind und man eigentlich sich schon richtig unwohl fühlt, auch vom Kreislauf und vom ganzen Wohlbefinden. Also ich finde es extrem unangenehm und es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wie man das Ganze beheben kann. Grundsätzlich mal vorweg, du musst dir mal, versuch mal dir anzuschauen und deinem Motorrad, ist egal ob jetzt hier so ein Pitbike oder ob das Superbike oder ob ein Straßenmotorrad oder eine Supermoto, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben überall ganz normale Gasgriffe und dann kannst du mal probieren, wie viel Kraft du tatsächlich im stehenden Zustand so neben dem Motorrad brauchst, um das Gas zu bewegen. In der Regel wirst du zwei Finger brauchen, vielleicht als wenn du ein bisschen zierlicher bist, vielleicht brauchst du drei Finger, aber das war es eigentlich schon. In der Regel brauchen wir überhaupt nicht mehr. Was eigentlich dazu führt ist, warum zum Kuckuck ist dann die Hand verkrampft, wenn eigentlich der Kraftaufwand so gering ist, um dieses Gas zu bewegen. Das ist eigentlich komplett irre, oder? Das Ganze beruht aber mehr so auf so ein bisschen psychischen Faktor. So dieser psychische Faktor, ich bin konzentriert, ich bin fokussiert, ich bin ein bisschen angespannt, vielleicht auch, weil ich ein bisschen Schiss habe, weil ich einen hohen Respekt habe, weil ich einfach gefordert werde und da einfach dementsprechende Anspannung habe. Ich habe das Beispiel zum Beispiel, wenn ich zu Hause meine Hecke schneide mit der Heckenschere und versuche auf Biegen und Brechen ganz sauber zu schneiden, dann fängt auf einmal auch meine rechte Hand an zu verkrampfen, obwohl ich ja eigentlich nur dieses dämliche Knöpfchen drücken muss, also komplett bescheuert eigentlich. Aber da sieht man mal, wie das vom Kopf ausgeht. Somit kann man eigentlich nur sagen, man muss im Endeffekt so ruhig wie möglich sein zu der richtigen Körperhaltung, die man ohnehin schon und die ich auch in anderen Videos schon immer prophezeit habe, desto mehr Körpergewicht ich am Motorrad verankern kann mit meinen Beinen, mit meinem Rumpf, mit meinem Rücken, Bauchmuskulatur, umso weniger muss ich mit den Armen arbeiten. Aber auch wenn ich trotz richtiger Haltung und schon viel Gewicht mit Rumpf und Beinen absorbieren kann und obenrum eigentlich relativ locker bin, kann es immer noch sein, dass ich mit den Händen und mit den Unterarmen verkrampft bin. Mal abgesehen von dem psychologischen Faktor, der eine sehr, sehr große Rolle spielt, können es schon auch noch andere Faktoren sein, die eine Rolle spielen. Weil sonst wäre das Video jetzt vorbei, wenn ich sage, ja, du musst einfach cool bleiben, du musst locker bleiben. Ja, das musst du, das sollst du, aber das ist nur ein Part. Und ich denke, das ist der schwierigste Part. Aber es gibt Parts, die im Endeffekt das Ganze ein bisschen noch zusätzlich erleichtern. Wenn das Ganze passiert, dass der Unterarm zumacht und die Hand dann verkrampft, meistens ist es der Unterarm, der die Hand verkrampft, dann liegt es meistens an diesem Unterarmmuskel hier in dem Bereich, der zu pumpen anfängt, sagt man in dem Bereich, der verkrampft, der pumpt sich mit Blut voll und lässt das Blut nicht mehr weggehen. Und deswegen kannst du dann die Hand nicht mehr aufmachen, hast kein Gespür mehr für die Bremse, für das Gas und das Blut zirkuliert auch nicht mehr richtig in dem Arm und es bleibt da drin stecken. Und das ist zum einen, kann man das ein bisschen ganz einfach kompensieren mit einem ganz einfachen Hilfsmittel. Das hilft nicht immer, aber bei mir hilft es sehr gut. Einfach stinknormales, handelsübliches Magnesium kaufen und da ordentlich am Tag davor vielleicht schon eine mit Wasser verdünnen und am selben Tag in der Früh. Das lindert schon mal
großflächig, weil das tut zwar das Ganze nicht wegbringen, aber es hilft einfach dem Körper, die Durchblutung ein bisschen zu verbessern und die Muskulatur ist ein bisschen besser versorgt und es erleichtert es. Es gibt auch streckenabhängige Momente, wo ich sage, auf der Strecke bin ich prädestiniert zum Unterarmkrampfen. Und was ich zu dem Magnesium noch dazu nehme, ist eigentlich nur eine ganze Kleinigkeit und das mache ich eigentlich nur eine Dreiviertelstunde vor dem ersten Turn. Ich fange an, diesen Bereich des Unterarms, diese Muskulatur zu dehnen und das ist eigentlich relativ einfach, weil du brauchst nur deine Hand ausstrecken und mit der anderen Hand das Handgelenk, die Finger so nach hinten ziehen und dann merkst du schon, wie es dich hier hinten spannt. Und dann musst du ein bisschen langsam angehen, nicht zu stark, sondern einfach die ganze ein bisschen aufwärmen. Man kann auch hergehen und kann zum Beispiel ein Handtuch nehmen und das einfach ein bisschen kneten, nicht zu stark, aber einfach nur ein bisschen aufwärmen. Nicht jetzt volle Kanne hier rumdrehen, sondern einfach nur minimal irgendwas bewegen, dass dieser Unterarmmuskel einfach schon mal ein bisschen eine Beschäftigung hat und schon mal durchblutet wird und schon mal warm wird. Und dann kann man den einfach ganz normal ein bisschen dehnen. Und das mache ich einfach so eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem ersten Turn am Tag. Und dann lindert das zum Magnesium in eine Menge. Ne? Also das ist wirklich gigantisch. Sag mal, weg von dem ganzen Gesundheitspalaver, da kann man natürlich auch was Technisches machen. Zum einen am Motorrad technisch, aber auch fahrtechnisch. Kommen wir erst zu dem Motorradtechnischen. Man neigt im allergrößten Fall dazu, zu verkrampfen, wenn das, was ich umfasse, ich nehme jetzt hier mal diese Magnesiumdose, völlig egal, desto kleiner das ist, umso stärker bin ich geneigt zu verkrampfen. So geht es mir zumindest. Und wenn ich zum Beispiel Griffe habe, Gasgriffe habe, die ein bisschen gepolsterter sind, ein bisschen dicker sind, also was dick ist in der Hand, so nach dem Motto. Ducati hat zum Beispiel hier relativ dicke Gasgriffe bei den neuen Modellen und das lindert dieses Verkrampfen, weil die Hände nicht so weit zusammen sind, ja, und dadurch einfach das Ganze ein bisschen lockerer ist. Das ist vielleicht jetzt auch subjektiv, aber ich denke, der eine oder andere von euch kann das vielleicht bestätigen und somit kann ich beurteilen, dass wenn der Gasgriff ein bisschen dicker ist, dass hier einfach ein bisschen bessere Durchblutung in dem Handgelenk, in den Fingern herrscht und dadurch einfach weniger Verkrampfmethode ist. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist es fahrerisch, wenn man jetzt mal bedenkt, warum habe ich es links nicht und warum habe ich es rechts nicht? Also ist es auch durchaus einfach die Verkrampfung in dem Moment, ich muss jetzt Gas geben und warum muss ich Gas geben und noch mehr und das ist einfach so ein Moment, wo man sich einfach festhält. Und wenn man aufpasst, dann weiß man, links hat man das nicht so, weil links, die linke Hand, die tut halt in der Regel auch relativ wenig. Sie macht zumindest keine Drehbewegung. Im Worst-Case-Fall kuppelt sie. Und das ist alles. Ne? Fahrerisch kann man zwei Möglichkeiten machen. Also die mache ich mittlerweile auch, habe ich mir angewöhnt. Zum einen lege ich in der Regel immer einen Finger auf den Bremshebel. Egal, ob ich bremse oder nicht. Das tut mir einfach so unterbewusst so diesen Adapter geben, so nach dem Motto, ich muss mich da ein bisschen bewegen, ja, weil die Bewegung ist wichtig, damit das Blut zirkuliert. Und ich muss mich bewusst daran erinnern zu bewegen, aber das kann ich nicht, deswegen muss ich mir so eine Eselsbrücke bauen. Und die Eselsbrücke ist bei mir einfach, einen Finger auf den Bremshebel zu legen, dann kann ich die Hand ein bisschen besser ablegen und somit kann ich mit den Fingern ein bisschen spielen. Und dann kann ich auch beim Vollgas geben, theoretisch halte ich dann das Gas nur mit zwei, drei Fingern und kann dann die Hand dementsprechend locker lassen und habe eigentlich überhaupt keine Komplettauflagefläche am Gasgriff, sondern es sind eigentlich nur ein paar Stellen, die aufliegen. Und jetzt kommt der nächste Tipp und das ist eins der für mich entscheidendsten Faktoren an der fahrerischen Stelle. Das ist, wenn ich gebremst habe oder wenn ich noch bremse und in die Kurve hineinbremse und die Bremse aufmache, dann lockere ich einmal kurz das Handgelenk, bevor ich an das Stützgas rangehe. Also das heißt, einmal so durchschütteln, mehr oder weniger im übertriebenen Sinne, nicht richtig schütteln, aber einmal kurz daran denken, Bremse lösen, okay, lockern und wieder rangehen. Und dann kommt natürlich noch eins zum anderen und das ist auch gut, was die Körperhaltung anbelangt. Und da tun sich auch viel schwer rechtsrum, linksrum können es alle, weil linksrum kann man sich viel besser an dem Gasgriff so drauflegen, weil der Arm schon am Tank liegt. Rechtsrum ist es schwierig, weil ich möchte ja mit meinem Oberkörper neben das Motorrad kommen und es geht halt nicht, wenn meine Gashand so ist, also muss ich sie aufmachen und dann kann ich auch im Zuge dessen versuchen,
das Gas nicht so zu nehmen, sondern so ein bisschen so, so ein bisschen aufliegen lassen. Und da kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, tut euch so einen Bremshebelstutz drauf, der im Mountain Reglement sowieso vorgeschrieben ist, den ich hier auf der Kawa auch drauf habe. Und auf diesem Bremshebelschutz kann ich mein Handgelenk immer so ein bisschen mit auflegen. Und somit nimmt es mir einiges an Arbeit und an Kraft weg, um dieses Gas auch wie hier in der Trockenübung quasi nur mit so 2, 3, 4 Fingern zu drehen und langsam zu bewegen. Und ich denke, das alles in Kombination hilft sehr viel. Wenn du aber allerdings trotz alledem immer noch sehr, sehr verkrampfte Hände hast, dann liegt es wohl doch stark an deiner psychischen Verfassung. Und da kann ich dir nur empfehlen, geh einen Gang raus, nimm ein bisschen Speed raus. Weil wenn ich an meinem persönlichen Limit fahre, ne, also jeder hat sein persönliches Fahrlimit bei 100%, es ist halt so, du hast nicht 120, du hast nur 100. Marquez hat gezeigt, dass 110% auch nicht funktionieren, fliegt man halt auf die Fresse oder wir verkrampfen. Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, der ist dabei auch definitiv ein bisschen verkrampft gewesen, hat die Körpersprache auch gezeigt. Und von dem her kann ich dir nur raten, und das Problem habe ich auch, jeder hat auf seinem 100% Level irgendwo eine Phase, wo er sich verkrampft. Und deswegen sollen die 100% eigentlich nie relevant sein. Du sollst eigentlich immer nur mit 70, 75, maximal 80% deiner Leistung fahren, um einfach noch einen kühlen Kopf zu haben, um an genau solche Sachen zu denken. Der Gag am Schluss, ein Profi-Rennfahrer hat mal zu mir gesagt, Matthias, so ein Lenkerstummel, der muss genauso behandelt werden wie eine schwarze Banane. Und diese schwarze Banane soll am Ende des Rennens immer noch genauso aussehen, wie sie vorher ausgesehen hat. Und ich denke, auch meine Bananen waren da hin und wieder mal schon mal richtig krumm. Und ich denke, ein paar von euch auch. Ich hoffe, das war interessant. Quasi Quick-Tipp, so schnell nebenbei, aber sehr interessantes Thema, was mich doch viele von euch immer und immer wieder fragen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.